Man ist ehrgeizig, auch ich bin wahnsinnig ehrgeizig. Und das fordert ein Loslassen. Und das ist für mich im Moment, ich glaube, eine neue Dimension, die ich versuche anzunehmen, dieses Loslassen zu lernen. Ja? Und zu sagen, nicht so viel in der Vergangenheit oder Zukunft zu leben, sondern in dem Moment, in the present, in der Gegenwart. Ja? Aber ich spüre, dass, wenn es mir gelingt, so Momente, das hat eine Kraft. Das hat eine ganz, ganz andere Kraft. Man ist wirklich da mit ihm. Der einzige Wunsch, den ich habe, ist, mein Glaube nie zu verlieren. Und dass, wenn ich den Glaube habe, dann habe ich Frieden in mein Herz. Das weiß ich und spüre ich ganz deutlich. Und deswegen, wenn ich den Frieden in meinem Herzen habe, wenn ich Gott in meinem Herzen habe, dann kann ich alles oder nichts tun und es ist alles gut.